begrüße euch ganz, ganz herzlich zu eurem Engel-Orakel der Liebe. Ja, und ich hatte die letzten 5 Tage, ich nehme das ja hier wieder am Dienstag auf, überhaupt keine Zeit, mich um das Wochenorakel zu kümmern. Ich war mit anderen Sachen beschäftigt, hatte wirklich sehr, sehr viel zu tun. Insofern kam ich überhaupt nicht dazu, mich darum zu kümmern. Also seht mir das nach. Aber jetzt geht es erstmal mit dem Orakel der Liebe weiter. Und ich muss sagen, die Botschaft, die wir da kriegen, die ist schon sehr, sehr auf den Punkt, sehr klar umrissen, sehr deutlich, auch weitreichend, wie ich sagen würde. Und ja, ich würde sagen, auch hier keine lange Rede, schneller Sinn. Schauen wir uns einfach die Karten an. Ja, hier vorne habe ich wie immer die individuellen Botschaften für euch hinterlegt. Hier links haben wir den weißen Morganit. In der Mitte haben wir den blauen Sodalit und hier rechts den ja roten. Im Kern ist es halt rot, Feueropal, orange-roten Feueropal. Entscheidet euch bitte, was die richtige Botschaft für euch ist. Und ich fange dann schon mal mit der Wochenbotschaft für die Liebe an. Die erste Karte zeigt, dass es in der kommenden Liebeswoche darum geht, jemanden vielleicht unsere Liebe zu gestehen, vielleicht jemanden auch auf den Zahn zu fühlen, wie es denn um die Liebe bestellt ist, wie man so schön sagt. Also auf einen Wunschpartner zuzugehen, uns zu offenbaren, Klartext zu reden, wie auch immer ihr das tun wollt. Vielleicht kommt auch jemand auf euch zu und möchte Klartext haben, möchte wissen, was los ist. Ja? Und die Engel zeigen uns auch, dass aber offenbar in dieser Liaison, möchte ich sagen, oder in dieser Beziehung, in diesem Verhältnis, die Liebe nicht erwidert wird. Also das kann eine Abfuhr sein, die ihr bekommt. Das kann sein, dass jemand oder ihr auch selbst merkt, nee, eigentlich ist die Chemie gar nicht mehr so stark, wie sie mal war. Ihr spürt vielleicht, dass sich etwas leer gelaufen hat, dass etwas nicht mehr so sehr der Mühe wert ist, ja, dass es nicht mehr stimmig ist für euch. Und das kann recht unmittelbar kommen, das kann recht plötzlich kommen, ja, dass ihr das fühlt, dass euch das klar wird, dass euch das auf der Gefühlsebene schon klar wird, dass ihr merkt, nee, irgendwie ist das nicht mehr das, was es mal war oder was ich mir davon versprochen habe oder mir gewünscht habe oder auch umgekehrt, immer natürlich auch aus Sicht der anderen Person, was die andere Person sich da vorgestellt hat, es stimmt einfach nicht, es ist nicht stimmig, es ist nicht gegenseitig, in dem Fall auch, muss man sagen. Ja, und die Engel sagen, es sind einfach ein paar wichtige To-Dos auch im Bereich der Energieheilung bei euch nötig. Also es kann sein, dass auch ein paar energetische Dinge jetzt in die Auflösung kommen, in die Heilung kommen. Die Karte heißt spirituelle Heilung oder spirituelle Chirurgie. Das kann auch eine Chirurgie sein. Ja, die Karte sagt, tiefe Gewebereparatur, spirituelle Operation an deinem Körper oder Energiekörper. Entspanne dich und erlaube den Chirurgen, dir zu helfen. Ich würde es gar nicht so sehr auf medizinische Störungen jetzt beziehen, sondern ganz klar auf spirituelle Chirurgie, Aura-Chirurgie. Also es kann sein, dass da ein paar Themen in eurer Aura sind, Blockaden oder Beeinflussungen auch durchaus, die euch vielleicht auch ein bisschen blind gemacht haben für das, was gerade los ist, die jetzt geheilt und behoben werden. Auch körperliche Schmerzen können auftauchen. Mit Kristallen zu heilen kann jetzt sinnvoll sein. Also wenn dich ein Kristall besonders anspricht, ist das prima. Auch Selbstheilung zu geben kann ein Thema sein. Oder auch Reparatur auf allen Leveln vorzunehmen. Also bitte um Hilfe, bitte Gott, bitte die Engel, um Hilfe und Heilung für dieses Thema. Denn natürlich löst das ja hier auch einen gewissen Schmerz aus oder Überraschung. Oder ihr spürt es an eurem Energiekörper, dass euch das irgendwo belastet, ja. Und dann, wenn das so ist, das muss jetzt nicht bei allen so sein, aber wenn das so ist, dann wäre es natürlich gut, dass ihr da auch nochmal schaut, wie kann ich das in die Heilung bringen, dieses Thema, was sich hier auch in meinem Energiekörper zeigt. Denn natürlich viele Lernerfahrungen, die wir machen, haben auch Entsprechungen durchaus im Energiekörper hier und da, nicht ständig, aber hier und da. Und da will was gehen, da will was aus deinem Energiekörper sich verabschieden und mit dieser Energie. Die Engel sagen auch, das ist aber der Aufstieg des Phönix, ja, da wo etwas zu Ende geht oder etwas auch stirbt auf eine Art, in Anführungszeichen, ich meine keinen wirklichen Tod, sondern einfach etwas zu Ende geht, da steigt der Phönix natürlich aus der Asche, ja. Wer das braucht, kann ja vielleicht sich nochmal Conchita Wursts Auftritt anschauen auf YouTube, einfach um sich da nochmal selber ein bisschen zu pushen. Das war ja ein Wahnsinnsfeuerwerk. Ich glaube, ein bisschen so meinen die Engel das, so soll das sein, sich zu sagen, ja, man kann ganz unten sein und man geht wieder ganz nach oben und das wird so kommen, ja.
Die Engel sagen, es geht darum, jetzt alles mit auf den nächsten Level deiner Existenz anzuheben. Eine Art Wiedergeburt, ein neues Leben beginnt. Lass das los, was irgendwie ausgelaufen ist, was einfach ja, sein Verfallsdatum erreicht hat. Steige auf zu dem authentischen Selbst, was du bist. Werde wirklich das authentische Selbst. Du bist die Schöpfung. Du erschöpfst oder du kreierst Galaxien durch deine Handlungen und Intentionen. Also expandiere, leg los. Es kommt auf jeden Fall etwas Neues, Besseres auf dich zu, was neu gestaltet werden kann. Mit vielen neuen Erfahrungen, neuer Gesinnung, neuen Blick auf die Sache. Die Engel sagen auch natürlich, kann es sein, dass das für viele auch ein gewisser Seelenschmerz sein kann, also dass einige auch durchaus da einen Schmerz verspüren, ja, eine Art Leiden, und das muss aber nicht stark sein. Also müsst ihr, glaube ich, keine Angst haben, dass das extrem wird, sondern ich habe eher das Gefühl, dass es spürbar ist, dass ihr euch bewusst werdet, dass es auch nötig war. Ich glaube, der Schmerz bezieht sich gar nicht nur darauf, dass hier etwas nicht mehr stimmig ist, dass es oder dass es zu Ende ist, sondern ich glaube, der Schmerz zeigt euch auch, dass es gut ist, dass es zu Ende ist, weil sonst der Schmerz vielleicht weitergegangen wäre. Auch so kann man es sehen, ja. Ist ja die Frage, will ich in dem Schmerz weiterleben oder will ich das beenden und Klarheit haben und auch eben wie der Phönix weiterziehen, ja. Die Engel sagen, habt da Geduld mit euch selbst und anderen in eurem Umfeld, alles kein leichtes Thema, habt Geduld auch mit, ja, mit euch selbst und mit dem, wie es weitergehen kann. Es braucht jetzt alles ein bisschen Zeit, sich neu auszurichten und in eine neue Energieebene auch hier zu kommen. Der Mondstein, für die, die den Mondstein gewählt haben, geht es um das Loslassen einer Illusion, ja, oder Erkennen einer Illusion, der ihr vielleicht nachgelaufen seid oder jemand erkennt in euch eine Illusion, die er sich gemacht hat in irgendeiner Form. Ja, also stoße negative und an dich drangehängte Energien ab. Ja, halte deine Schutzmechanismen hoch. Halte Ausschau nach dem, was sich verbirgt, was im Verborgenen los ist und dich beeinflussen mag. Ja, geheime oder attackierende Absichten, die auf dich zukommen mögen, und ersetze all diese Illusionen mit der Wahrheit. Also ganz klar, voll auf den Punkt. Es geht hier wirklich darum, die Wahrheit zu erkennen, auch zu erkennen, was im Außen manipuliert uns, was auch energetisch, deshalb, das hat sicherlich hier auch sehr stark mit der Karte Spiritual Surgeries zu tun. Also was manipuliert uns, was beeinflusst uns, was hält uns in negative Energie, ja, vielleicht auch beim falschen Partner. Auch das kann alles ein Thema sein in der kommenden Woche. Der blaue Sodalith. Die Engel sagen, für euch, die ihr den Sodalith gewählt habt, geht es um Muster. Es geht darum zu erkennen, welche Verhaltensmuster habt ihr selber auch entwickelt vielleicht. Das müssen gar nicht uralte sein, es können auch neuere sein. Ja, wo seid ihr in ein Muster reingelaufen, was auch Auslaufmodell ist, wo ihr merkt, das will ich nicht mehr, das ist nicht mehr meins. Da kommt was Neues und ich habe so von Energiegefühl nicht so das Gefühl, dass wir hier wirklich über alte Kindheitsmuster oder irgendwas reden, sondern wirklich über aktuelle Muster. Ja, auch auf dem spirituellen Weg lassen sich schnell Muster entwickeln, denen man folgt und irgendwann merkt man auch eigentlich, passt auch das nicht mehr zu mir. Auch das ist ein Häutungsprozess. Auch wenn man auf dem spirituellen Weg ist, häutet man auch mal hier Themen ab, die man erworben hatte. Und wird sich klar, nee, irgendwas anderes kommt jetzt. Irgendwas, eine andere Erkenntnis lagert sich oben drauf und die alte Haut wird abgestoßen. Der Feueropal zeigt ganz klar diejenigen, die den Feueropal gezogen haben, dass hier eine Ex-Beziehung enden wird, dass ihr jemanden auch energetisch loslassen müsst. Die Zeit ist gekommen, dass ihr eure Energie klärt. Passt ja auch zur Spiritual Surgery wieder. Also es geht darum, wirklich festzustellen, was will ich, was ist wirklich das, wo es für mich hingeht, was ist stimmig für mich, was fühlt sich gut an und das, was eben nicht gut ist, auch jetzt wirklich der Wahrheit und Klarheit ins Auge zu sehen und auch zu erkennen, das, was euch erwartet, ist natürlich nicht super, aber es ist ein Prozess und das könnt ihr locker abschütteln und auch erkennen, nee, ihr seid ein anderer Mensch geworden, vielleicht auch durch diese Beziehung, durch diese Begegnung, und das hat euch auch was gebracht. Ich bin mir ganz sicher, dass das nicht umsonst war, sondern dass es euch irgendwo hingebracht hat, wo ihr eben jetzt seid, auch in ein neues Bewusstsein. Und insofern klärt eure Energie auch mit der Person, um dann einfach Klarheit zu haben. Ja, das sind die Energien der Woche in Liebesbeziehungen und ich hoffe, dass ihr alle da echt gut durchkommt und das schafft und mit einem guten Gefühl durchgeht und ja, neue Erkenntnisse sammelt
bin in jedem Fall im Gedanken ganz, ganz dicke und fest bei euch, schicke euch Licht und Liebe aus meinem Herzen und sag bis bald.